Dann darf ich alle recht herzlich begrüßen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer hier aus unserem Trading Floor in Frankfurt. Ja, der heutige Handelstag etwas ruhig, nichts Außergewöhnliches, was jetzt im Moment gerade die Bewegung betreffen. Wir sind schon davon ausgegangen, dass der DAX zumindest mal ein bisschen ruhiger arbeiten wird und möglicherweise hier dieses Niveau sich einpendeln wird. Plus, minus, null, Oberseite, Unterseite. Bei den US-amerikanischen Indizes allerdings, ja, gibt es da unterschiedliche Konstellationen. Die Nasdaq 100 oder der Technologiesektor Nasdaq 100 hat hier zumindest mal gestern auf Rekordhoch soweit abgeschlossen, um der Marke knapp bei 12.500 Punkte. Das werden wir uns auch gleich noch mal charttechnisch etwas genauer anschauen. Ja, zwei Aktien, die wir heute etwas genauer besprechen wollen, geht hier um die NIO und vor allem um die BYD. Und da wollen wir mal direkt in den Chart mal einen Blick reinwerfen. Fangen wir am besten mit der Nasdaq 100 an. Man sieht es schon relativ gut. Gerade so die letzten drei Handelstage sind wir immer wiederkehrend in der Nähe der Rekordhöchststände, so weit mit dem Schlusskurs raus. Man muss natürlich an dieser Stelle ganz klar mit erwähnen, ja, die Nasdaq 100 ist relativ gut gelaufen. Der letzte Bewegungsablauf, der startete tatsächlich um der Marke knapp bei 11.000 Punkte. Ich kann mich noch wie gestern daran erinnern, weil wir hier schon bereits mal gute Nasdaq-Calls, also Zertifikate, gekauft haben mit dem Ziel Richtung 11.900, um da die Gewinne zu realisieren. Entsprechend sind wir gerade dabei, ja, mit den einzelnen FANG-Aktien, die Amazon, die Netflix, eine Apple, eine Facebook, die kommen natürlich auch ein bisschen stärker. Diese großen Schwergewichte, die treiben natürlich mit unter anderem die Nasdaq 100 an. Und deswegen wollen wir da heute Nachmittag um 14.15 Uhr ebenfalls noch mal etwas näher daran anknüpfen, ob möglicherweise auch hier der Trend weiterhin fortgesetzt wird. Man sieht es ebenfalls relativ gut, das Septemberhoch. Ja, da sind wir gerade dabei, wie gesagt, da oben diesen Trend fortzusetzen. Aber nicht ausgeschlossen, dass eventuell auch hier erstmal der Deckel drauf ist und möglicherweise dann die Schlusskurse irgendwo hier in der Nähe um knapp 12.000 soweit stattfinden. Ja, die spannende Aktie NIO, sensationell. Mit unseren Zuschauern hier in unserem Börsen-Livestream hatten wir tatsächlich in Echtzeit gestern die NIO soweit analysiert. Wir hatten hier eine markante Marke um knapp 40 Dollar gesehen. Zwischenzeitlich waren wir dann um der Marke knapp bei 39 Dollar. Hier gab es zumindest mal einblickend sehr gut zu beobachten, dass stärker Liquidität auf die Bid-Seite reingekommen ist. Starke Hände, die die Aktie kaufen wollten, nachdem wir ja zuvor roundabout 25-26% so in den letzten drei Handelstagen abgegeben haben. Vom letzten, letzten Bewegungshoch sind wir natürlich ebenfalls etwas stärker korrigiert. Und das erwähnen wir auch immer, man muss keine Aktie hinterherrennen, wenn starkes Momentum aufgebaut wird, dann lieber mal abwarten, bis wieder eine kräftige Korrektur soweit eingeleitet wird. Und das war jetzt in der Tat in den letzten drei, vier Handelstagen der Fall gewesen. Und auch hier mit zu erwähnen, da sind wir gestern bereits mit einem Zertifikat-Call rein, also um der Marke knapp bei 40 Dollar. Das war also ein Zwischenstand bei der Aktie mit minus 10% und zwischenzeitlich dann Richtung Handelsende. Ihr erkennt das hier relativ gut. Ja, sind wir dann mit 5,78% plus aus dem Handel raus. Das heißt, vom Tief zum Hoch- bzw. Schlusskurs, ja, konnte die Aktie dann tatsächlich fast 15% zulegen. Ja, und das Zertifikat hat sich dann entsprechend relativ gut entwickelt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, weil wir doch enorm hohe Anfragen bekommen haben, kann man da noch einsteigen? Wenn ja, wo sind Einstiegskurse? Sollte man lieber abwarten? Was wären zumindest mal die charttechnischen Ziele auf der Oberseite? Und da werden wir das heute bei uns im Börsen-Livestream um 14.15 Uhr unter heavytraders.live nochmal thematisieren, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, 53 Dollar soweit anzusteuern, beziehungsweise auch hier den Trend möglicherweise auf der Oberseite soweit auszudehnen und auch hier nochmal die ganzen News mit auszuwerten. Ja, BYD ebenfalls sehr interessant. NIO ist bereits gelaufen, BYD ist an einer sehr, sehr interessanten Marke. Den Trade haben wir uns nämlich auch als Zertifikate-Trade des Tages heute soweit dann aufgehoben. Auch hier die stärkere Korrektur von 212 Hongkong-Dollar, nochmal Richtung knapp 170 Hongkong-Dollar. Da sind wir auch ebenfalls relativ gut korrigiert, also über 20% vom Bewegungshoch. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie werden die Marktteilnehmer hier um die 170 Hongkong-Dollar reagieren? Kriegen wir stärkere Käufer? Ist das ein gutes Chance- und Risikoverhältnis? Wartet man eventuell eine Bestätigung auf der Oberseite ab? Und das wollen wir dann ebenfalls nochmal soweit thematisieren. Also BYD und NIO werden auf jeden Fall heute bei uns Thema des Tages werden. Das war es erstmal von der charttechnischen Seite.
Und deswegen wollen wir natürlich im Schwerpunkt erstmal die NIO soweit beibehalten. Auch da der Hinweis, wir sind da schon bereits drin, sehen aber noch deutliches Kurspotenzial bei der BYD. Da werden wir euch ebenfalls noch mal ein paar wichtige News mit auf den Weg geben, charttechnisch, die charttechnische Analyse ebenfalls mit berücksichtigen. Und das Zertifikat von NIO ist von der UBS, also mit der Wertpapier-Kennnummer Ulrich Emil 3J Konrad Bertha. Und der Hebel in der Zwischenzeit etwas konservativer. Gestern waren wir noch knapp bei 3,5 mit dem Hebel. Jetzt ist er bei 2,9. Dadurch, dass er natürlich ein bisschen kräftiger zulegen konnte. Und der Briefkurs, der liegt im Moment knapp bei 1,34 Euro. Will heißen, dass also die NIO-Aktie ein bisschen leicht im Minus vorbörslich notiert. Aber mal schauen, ob der zweite Schub heute kommen wird. Deswegen schaltet auf jeden Fall rein unter heavytraders.live 14.15 Uhr. Die Registrierung ist kostenfrei. Und wir haben jede Menge Specials für euch soweit vorbereitet. Also, bleibt dran. Bis gleich.